Hey, in diesem kurzen Review geht es um Konkurrenz zu Philips Hue. Was die Birne von Xiaomi kann, wie viel sie kostet und ob sie besser ist als die Konkurrenz, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Das ist das Xiaomi Yeelight, welches nur 20 Euro auf Gearbest kostet. Im Vergleich zu den Philips Birnen, die knapp 50 Euro kosten pro Stück, sind die Birnen aus China echt günstig. Der Link ist in der Beschreibung. Bei Philips braucht man außerdem eine Bridge, die ich euch zuletzt schon im Amazon Echo Vergleich genauer gezeigt habe. Diese kostet nochmals 45 Euro. Beide Lampen wiegen echt viel, die von Xiaomi ist eindeutig zu schwer, denn meine Thomons Bürolampe kippt damit nach vorne um. Ihr solltet beide also eher für Stehlampen verwenden. Doch was ist der technische Unterschied zwischen der Birne von Philips und der von Xiaomi? Die Philips-Birne verbindet sich mit der Bridge, welche am Router angeschlossen ist, und die von Xiaomi verbindet sich direkt mit dem Router. Außerdem können sie mit dem Google Assistant und Amazon Alexa steuern. Meist reagiert die Birne von Xiaomi schneller, doch sie hat auch einen Nachteil. Auf 100% Helligkeit ist sie so richtig hell, aber das Problem ist, dass sie bei 1% noch immer ziemlich hell ist. Vielleicht könnte man das Problem per Software-Update beheben. Außerdem gibt es genau wie bei Philips eine App mit unterschiedlichen Szenen, die verschiedene Lichteinstellungen aktivieren. Bei Xiaomi gibt es sogar noch mehr vorprogrammierte Szenen. Apple HomeKit und die Steuerung in der Hue-App unterstützt sie leider nicht. Ich würde an eurer Stelle also nur solche Birnen kaufen, denn bei 3 Stunden Leuchtzeit pro Tag soll sie 23 Jahre halten. Sie ist also nicht nur deutlich sparsamer, sondern auch deutlich günstiger als normale Glühbirnen. Obwohl sie aus China kommt, ist sie perfekt verarbeitet. Der Kauflink ist in der Beschreibung und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Video.